Hey, hey, hey und hallo, einen wunderbaren Tag, Morgen, Abend, Nacht, wann immer ihr einschaltet, wenigstens erschaltet ein, wenn es wieder heißt, das Brett zum Sonntag. Ja, ungewohnte Kulisse, habe eine Sonnenbrille auf, habe ich im Keller sonst auch seltener. Wir sind im Urlaub, aber es darf natürlich kein Brett zum Sonntag ausfallen, auch wenn es heute wirklich ein absolutes Brett zum Sonntag leid wird. Und nicht dieses, Sven sagt, es wird heute kürzeres und dann geht es doch wieder 20 Minuten. Nein, es wird heute wirklich kürzer. Denn wir haben hier nicht so eine gute Internetgeschwindigkeit, um das Ganze hochzuladen. B, wir wollen gleich auch ein bisschen wandern gehen. Ich zeige euch das mal. Da auf diese wunderbare Bergbahn hochfahren. Seht hier ganz tolles Gelände. Also wirklich großartig und schön. Wir sind hier in Österreich. Wir sind mit dem lieben Thomas von aka Better Board Games, aka Play That Funky Board Games, aka einfach der Thomas. Thomas, Grüße genau, sage ich dir da unten auch. Und ja, wir haben echt ein cooles, coolen Spieleurlaub, aber erleben hier auch viel Quatsch und viel. Macht richtig Bock, ein bisschen rauskommen, sondern das Wetter gut ist. Nächste Woche soll es ja schon wieder beschissener werden. Und genau, da gibt es ein kurzes Lebenszeichen natürlich von mir. Und ich habe gedacht, ich möchte trotzdem das Brett zum Sonntag irgendwie aktiv halten. Und es ist mal wieder ein guter Moment für Feedbrett. Und zwar von Feedbrett von euch. Und ich merke jetzt schon, die Sonne, die brennt hier schon ordentlich auf den Hut, auf die Birne. Ja, ohne Sonnenbrille würde ich hier sitzen und gar nichts sehen. Genau, und ich habe gedacht, ich finde es mal wieder ein cooler Moment, um von euch ein bisschen Feedback zu bekommen. Was wünscht ihr euch für den Kanal? Welche Formate mögt ihr besonders? Wovon wünscht ihr euch mehr? Wen möchtet ihr vielleicht mehr sehen? Was habt ihr vielleicht an Formatideen? Habt ihr coole Ideen? Das finde ich eigentlich auch immer ganz wichtig. Lasst uns da mal drüber reden. Lasst uns einfach mal ein bisschen drüber quatschen. Das finde ich persönlich auch immer sehr wichtig und wertvoll, euer Feedback dazu bekommen, wie ich den Kanal noch verbessern kann, wie ich irgendwie gucken kann, wie ich einfach mehr noch Content mache, der euch gefällt. Heißt nicht, dass ich alles mache, aber das finde ich ja wichtig. Ich dachte gerade, ich kann hier vielleicht drunter gucken und der Thomas ist drunter, aber ich sehe ihn nicht, weil hier drunter ist nämlich auch noch die Terrasse. Dann hätte er nochmal hochrufen können. Genau, das finde ich ganz cool. Und um das Ganze zu komplettieren, gibt es aber auch noch eine Kleinigkeit zu gewinnen, ein kleines Giveaway. Das habe ich jetzt hier für den Urlaub geholt. Wir werden es zwar spielen. Das ist das neue Uwe Rosenberg Tulpenfieber. Das ist eigentlich so eine Kniffelvariante. Ich wollte es zumindest mal gespielt haben. Das verlose ich aber. Und um euch da ein bisschen einen persönlichen Mehrwert zu geben, machen wir noch was Cooles. Hier seht ihr dieses Inlay, das sieht ganz, oder nicht Inlay, sondern das Innere der Schachtel mit den Wolken. Dadurch, dass wir mit Thomas und natürlich Cat ist auch dabei, hier im Urlaub sind, werden wir dem Gewinner hier eine kleine persönliche Message reinschreiben. So aus dem Urlaub, wir haben es dann ja auch bis dahin gespielt, da gibt es dann eine kleine persönliche Nachricht mit Widmung. Könnt ihr gerne mal schreiben, das könnt ihr gewinnen. Und gewinnen könnt ihr eben, wenn ihr einfach hier kommentiert. Wir machen es jetzt mal ganz easy und einfach. Unter allen Kommentaren verlose ich das Spiel und dann schreibt mir, das sage ich dann im nächsten Brett zum Sonntag, nächsten Sonntag verkündigt den Gewinner. Dann schreibt mir die Person mit Namen und dann gibt es dann halt die kleine Widmung von uns drei. Und vielleicht mit einer kleinen Erfahrung hier von dem Spieleurlaub, den wir haben. Genau, das gibt es zu gewinnen. Tulpenfieber von uns, Uwe Rosenberg, mit Widmung von mir, Thomas und Cat. Ansonsten würde ich sagen, wir machen uns jetzt gleich dann auch schön wieder auf. Ich habe ja ein bisschen Höhenangst, muss ich sagen. Und also Gondeln sind mir schon immer suspekt, aber unsere Motte will natürlich halt auch unbedingt mit. Thomas, seine Kids auch. Und ja, so ist es halt mit Kindern. Die sind noch wagemutig und sind dann nicht solche großen Schisser, wie wir das manchmal sind. Aber wird. Und wenn man nachher oben ist und sieht, was für ein geiler Ausblick ist, ist ja auch gut, oder? Also von daher. Das war das Brett zum Sonntag heute. Es ist jetzt auch schon vorbei. Ich halte es jetzt wirklich kurz. Wie gesagt, sonst braucht der Upload auch 337 Stunden. Und da habe ich dann auch keinen Nerv drauf. Soll ja auch noch halbwegs pünktlich online gehen. Also wie gesagt, schreibt ihr gerne mal einfach. Wenn ihr aber auch sagt, alles fein, alles soll so bleiben, wie es ist. Wir finden es super. Du denkst dir immer neuen Stuff aus und das ist cool. Auch gern schreiben. Freut mich natürlich über Lob. Freut man sich auch. Aber auch konstruktive Kritik genauso gerne daher. Ich nehme alles. So, in diesem Sinne. Denkt dran, Tulpenfieber mit Widmung zu gewinnen unter einem Kommentar. Ihr genießt den Sonntag, ihr spielt was Schönes, ihr habt eine gute Zeit, ihr passt auf euch auf. Wir sehen, hören, riechen uns. Macht's gut, danke, bis bald und tschüss.